Ich habe bei Kolibri bestellt. Meine zweite Bestellung ist jetzt. Aber diesmal bin ich ein bisschen eskaliert. Gut, ich habe auch gewartet, bis das ein oder andere Produkt bei mir leer ist. Und ich hatte halt diverse Wünsche. Und die hauen einfach im Moment so viele Produkte auf den Markt. Und ich habe bestellt für 150 Euro. Was das genau ist, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Bei mir geht es hier unter anderem auch um Skincare, um vegane Skincare, um ja, reizfreie Skincare. Ich habe bei Kolibri bestellt, habe 150 Euro da gelassen, was ja eigentlich für die Menge an Produkte, die ich mir geholt habe, schon günstiger ist, weil ich ein Set geholt habe, nämlich das Oily Skin Set und ein extra Produkt, und das werde ich euch nachher gleich schon zeigen. Ich werde euch einfach alle Produkte jetzt nach und nach zeigen. Also durch das, dass ich ein Set geholt habe, habe ich ein paar Prozente gekriegt, was ganz gut ist. Und da ich mit den Kolibri Produkten, die ich jetzt hatte, es waren ganze zwei, also ich habe noch nicht viel Erfahrung, aber mit den zwei Produkten bin ich einfach wunderbar klargekommen. War es mir einfach klar, das holst du einfach nochmal. Und wir legen jetzt mal los mit dem Extra-Produkt, was nicht in dem Set war. Und das ist Retinol. Bei Retinol ist es so, ich habe extra Wirkstoffvideos, also kurze Faktenchecks zu den einzelnen Inhaltsstoffen gemacht. Ich werde die euch mal verlinken. Ich habe da einen Ordner dafür. Und dazu habe ich natürlich überhaupt keine Erfahrung. Also ich habe sehr viele Produkte jetzt inzwischen bei mir leer gemacht. Sprich, ich habe kaum noch Einzelwirkstoffe. Bei Retinol ist es allerdings so, Sommer, also es reizt schon ein bisschen die Haut. Es sind natürlich auch Inhaltsstoffe, die sollst du natürlich dir nicht immer auf die Haut geben. Also ein bisschen auch auf die Haut achten. Da bin ich wirklich super gespannt. Jetzt zeige ich mal, wie das so aussieht. Da bin ich wirklich super gespannt, wie ich damit klarkomme. Da werde ich natürlich auch zu jedem Produkt einzeln ein Video machen. Wie das sich bei mir in meine Pflege einfügt. Bei solchen Produkten teste ich meistens immer ein bisschen länger als 4 Wochen, weil man verwendet sie halt nicht die ganze Zeit. Und bei Retinol ist es halt wichtig, dass wenn du Retinol anwendest, tagsüber, dann musst du auf jeden Fall Sonnenschutz auftragen. Den solltest du so oder so auftragen, wenn du so hochwertige Inhaltsstoffe aufträgst, weil die Sonne im Endeffekt ja alles wieder zunichte macht oder fast alles. Na, so. So. Jetzt kommen wir zum Set. Im Set sind 5 Produkte enthalten. Und ja, legen wir los. Das kenne ich am allerlängsten von Kolibri. Da kannte ich Leon noch gar nicht. Das ist mir immer wieder bei Amazon angezeigt worden. Und da habe ich mir immer überlegt, so, finde ich es irgendwie ein bisschen teuer. Das war noch zu einem Zeitpunkt, wo ich halt wirklich Trash-Kosmetik mir aufs Gesicht gepackt habe. Und ja, it is. Schön. Das, wie gesagt, das kenne ich schon länger. Dann hatte ich ja mal den Film, dass ich unbedingt so einen komischen Roller haben musste. Und da hieß es ja, ja, man soll Hyaluron damit auftragen. Am besten was, was nicht so reizt. Und da bin ich auf das dann immer wieder gestoßen. Und habe es mir dann aber nicht geholt. Und das mit dem Roller sehr schnell wieder sein gelassen, weil ich mich ja dann zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen mehr mit dem Thema Kosmetik auseinandergesetzt habe. Und das, was ich jetzt für so Schnick, Schnack, Schabernack halt einfach spare, gebe ich halt dann wirklich für Sachen aus, die man halt auch echt brauchen kann. Bei dem Hyaluron bin ich wirklich gespannt. Ich liebe Hyaluron. Das ist, wie gesagt, das Produkt, was ich am allerlängsten kenne.
Und Hyaluron ist natürlich nicht gleich Hyaluron. Der Inhaltsstoff befindet sich in verschiedenen Produkten drin, aber da kommt es halt immer darauf an, was ist es, ne? Und da ja Kolibri da ein bisschen mehr darauf achtet, bin ich mir da auch hundertprozentig sicher, dass das auch was kann. Dann habe ich hier das Purifying Gel. Das hat mich sehr interessiert, nachdem es Leon in der Story auch vorgestellt hat, weil ich eben auch Probleme mit der Kopfhaut habe. Also das ist Skincare fürs Gesicht. Aber der Leon wendet das auch auf der Kopfhaut an, weil er Schuppen hat. Moa hat auch Schuppen. Und das werde ich definitiv auch mal ausprobieren, weil Säuren eben auch gut für die Kopfhaut sind. Ja. Und mir war so, als wenn da eben auch BHA drin war, aber ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher und ich habe meine Brille nicht auf, das kann ich nicht lesen. Absolut nicht. Also so heißt das Produkt hier. Jawohl. Ich habe aber auch noch ein BHA-Peeling. Weiß das nicht mehr genau, hat er sich das Peeling auf die Kopfhaut aufgetragen oder hat er sich den Cleanser aufgetragen? Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich werde auf jeden Fall beides mal probieren. Weil wie gesagt, Säuren sind auch gut auf der Kopfhaut, wenn du Probleme mit der Kopfhaut hast. Und das ist das eins der neueren Produkte, das ist Peeling. Das ist eben auch neu gewesen hier. Der Purifying. Das Purifying. So sieht das Peeling, das BHA-Peeling aus. Das mag ich halt an den Kolibri-Produkten echt gerne, weil sie sind spezialisiert so auf die einzelnen Inhaltsstoffe. Das ist das, was ich beispielsweise jetzt an Face Serie nicht so gut finde. Also da ist immer zu viel von allem drin, finde ich. Und gerade wenn du Produkte kombinierst, klar sind die so aufgebaut, dass man sie miteinander kombinieren kann. Aber ich gehe halt doch ganz gerne auch mal her und verwende nur ein Active oder so, ne? Jawohl. Also da freue ich mich echt auch drauf. So, und jetzt kommen die Produkte von Leon. Er hat ja selber auch mit Kolibri Produkte rausgebracht. Und das wäre zum einen mal Niacinamid. Das ist so ein Inhaltsstoff, der bei mir halt echt wunderbar funktioniert. Also, ich habe jetzt schon ein paar Produkte mit Niacinamid verwendet. Da guckst du auf jeden Fall mal in den Ordner, den ich dir da verlinkt habe, mit den Inhaltsstoffen. Und Niacinamid hilft bei mir dahingegen, dass meine Haut weniger fettet. Das ist richtig toll. Und ich mag echt auch das clean Outfit von den Produkten. Und du hast halt wirklich eine große Menge, ne? Also die kosten ein bisschen mehr, ja. Aber du hast halt echt auch eine große Menge. Das ist das, was mich in erster Linie damals auch so ein bisschen zurückgehalten hat bei der Nachtcreme von Kolibri, ob ich mir die holen soll oder nicht, weil die hat schon einen sehr, ja, was, ich will jetzt nicht sagen, einen sehr hohen Preis, weil du kriegst eine riesengroße Menge für den Preis. Und als ich dann gesehen habe, wie viel das eigentlich im Endeffekt ist, was man da hat und wie lange vor allem. So, und das ist jetzt ein Produkt, was mich echt mega gefreut hat. Weil ich habe mir erst überlegt, so willst du nochmal die Nachtcreme holen, weil ich ein sehr großer Fan von Ceramiden bin. Oder nicht? Und wie ihr seht, habe ich mich für oder nicht entschieden, weil das ist ein Produkt nur für die Hautbarriere. Und dieses Produkt hier lässt sich nämlich jetzt auch mit anderen Cremes kombinieren, dass ich beispielsweise meine Lieblingsceramide auch in meiner Balea-Creme, Urea-Creme drin habe. Die verwende ich halt echt gerne, die funktioniert bei mir echt gut. Und gerade die Kombination jetzt mit dem Produkt,
Da bin ich echt gespannt, wie das so miteinander harmoniert. Das Ganze hat mich 150 Euro gekostet. Ja, das ist viel Geld. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, wenn man sich wirklich nur auf die wesentlichen Dinge konzentriert, die man auch wirklich verwendet, dann passt es auch auf jeden Fall. Ich weiß, dass mir das jetzt wieder unwahrscheinlich lange halten wird. Hoffentlich nicht zu lange. Also auf das Produkt bin ich echt gespannt. Da werde ich, glaube ich, heute Abend schon mal eine Runde austesten. Und das BHA-Peeling bin ich natürlich auch gespannt, weil ich ja auch eher unreine, fettige Haut habe. Und da passt es ganz gut. Also ich brauche nicht unbedingt nur AHA. Also ich habe jetzt tatsächlich zwei Produkte. Einmal ein Produkt mit AHA und einmal ein Produkt nur mit BHA, was ganz cool ist, dass man das getrennt voneinander auch anwenden kann. Man kann es natürlich miteinander auch mischen. Ich habe Produkte, wo beides enthalten ist. Das ist kein Ding. Aber es hat immer sowas, was beispielsweise vergleichsbedingt Face Theory halt meiner Meinung nach nicht so gut macht. Weil meistens sind da immer beide Säuren drin. Und ich würde gerne halt, wie gesagt, auch mal die Säuren getrennt voneinander auftragen. Ja. Kennt ihr die Produkte? Habt ihr schon Erfahrungen mit den Produkten gemacht? Schreibt das auf jeden Fall unten mal in die Kommentare. Natürlich wird es Reviews zu den Videos, zu den Produkten geben. Das war jetzt falsch. Natürlich wird es Reviews zu den Produkten geben. Aber da brauche ich wirklich meine Zeit dafür, um wirklich dann halt auch genug darüber erzählen zu können. Und dann wird es natürlich auch neue Routinen zu den Produkten geben. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.